Willkommen zum zweiten Basic-Video der binomischen Formeln. Was erwartet dich in diesem Video? Nach diesem Video verstehst du, wie man die zweite binomische Formel richtig anwendet. Zur Erinnerung, so sieht die zweite binomische Formel aus. Kreis minus Kästchen zum Quadrat ist gleich Kreis zum Quadrat minus 2 mal Kreis mal Kästchen plus Kästchen zum Quadrat. Die Kreise und Kästchen stehen hier wiederum für beliebige Monome. Wir sehen uns das Ganze an einer Aufgabe an. Wir möchten 4u minus 2v zum Quadrat berechnen. Weil hier eine Subtraktion verlangt ist, also hier ein Minus steht, benötigen wir die zweite binomische Formel. Wir markieren zunächst, was unser Kreis und was unser Kästchen ist. Um 4u machen wir den Kreis, um 2v das Kästchen. Nun denken wir an die zweite binomische Formel. Beim Ergebnis steht zunächst der Kreis zum Quadrat, dann minus 2 mal Kreis mal Kästchen, dann plus das Kästchen zum Quadrat. Nun setzen wir überall, wo der Kreis steht, unseren Kreis ein. Also 4u. Wichtig dabei ist wiederum, dass wir das erste 4u in Klammer setzen, weil ja die gesamte Klammer zum Quadrat genommen werden soll. Dasselbe machen wir mit den 2v. Überall, wo das Kästchen steht, setzen wir 2v ein und setzen am Ende wiederum die Klammer. Nun müssen wir noch Klammern auflösen und multiplizieren. 4u zum Quadrat ergibt 16u Quadrat. Minus 2 mal 4 sind minus 8. Minus 8 mal 2 sind minus 16. U mal v sind uv. Plus 2v zum Quadrat ergibt 4v Quadrat. Und wir sind fertig. Versuche nun selbst die folgende Aufgabe zu lösen, indem du im Video auf Pause drückst und erst dann weiterschaust, wenn du die Aufgabe gelöst hast. So, mal sehen, ob du richtig gerechnet hast. Unser Kreis sind 6r, unser Kästchen sind 2s. Nun setzen wir die zweite binomische Formel ein und schreiben in den Kreis die 6r und in den Kästchen die 2s. Im letzten Schritt müssen noch Klammern aufgelöst und multipliziert werden. Das Ergebnis lautet 36r² minus 24rs plus 4s². Und richtig gerechnet? Sehr gut, dann weißt du jetzt, wie man die zweite binomische Formel anwendet. Weiter geht's im dritten Basic-Video, wo die dritte binomische Formel angewandt wird.